Du. Weiter geht's. Schönen guten Abend an alle, die zuschauen oder noch zuschauen werden. Kein Ton, aber doch. Stimmt, wir waren ja irgendwo mitten in der Pampa. Dass er da irgendwie den angreifen wollte oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Schönen Ball? Nee, natürlich nicht. So, wir. Nein, auch wir wollten ja dahin. Einfach unnützlos die Zottel sind. Bei Fußköter. Ja. Jubel, schnapp ihn dir. Scheiße. Was nennst du kämpfen? Ich bin hier, du. Jesus!
war der jetzt hin? Ja, noch einer. Ne, doch nicht. Ach, egal. Eine Stolle bei hier. Wie geht's? Kannst du mir zeigen, wie ich... Selbstverständlich. Ich möchte... Gut. Ist das nicht etwa... Kannst du mir... Ich will ein... Gut. Ist das nicht... Ist das genug? Ein schlechter. Ist das genug? Das ist zu wenig. Ich möchte besser mit der... Selbstverständlich. Ich möchte... Bist du nicht zu... Ich wäre... Wieso der... Auf bald. Was tun wir jetzt? Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich diese Hurensöhne verstecken. Berichten zufolge haben sie hier einige Höfe überfallen. Jemand sollte dorthin reiten und herausfinden, was passiert ist. Übernimm du das, Heinrich. Meine Männer machen ihnen sicher nur Angst. Jawohl, Hauptmann. Wo liegen denn die Höfe? Einer liegt den Hügel hinauf beim Neuhof, gleich am Wald. Ein weiterer hier hinterm Wald an der Kreuzung, nördlich unseres Lagers. Alles Gute. Yeah.
Gott schütze dich. Hauptmann Bernhard schickt mich. Was genau ist bei dem Überfall passiert? Diese dreckigen Halsabschneider schlugen meinen Mann, stahlen all unser Essen und verschwanden dann wieder. Wertloses Pack. Armer Lumir. Er wollte sie nicht davonkommen lassen, also hat er sie bis zum Wald verfolgt. Aber sie griffen ihn an. Und nun fürchte ich, er wird den Morgen nicht erleben. Weißt du, wohin sie geflohen sind? Den Weg entlang, geradewegs in den Wald. Mein Mann verfolgte sie und stellte sie an der alten Jagdhütte. Hat einen mit der Sichel erwischt. Der Bastard hat geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Genug, um eine brauchbare Spur zu hinterlassen? Vielleicht, wer weiß. Ich hoffe, dieser Abschaum brennt jetzt in der Hölle. Was waren das für welche? Wie verlauste Dreckshunde natürlich. Das meinte ich nicht. Nein, entschuldige. Sie waren keine normalen Banditen, sondern fein gekleidet und sprachen von einem Herrn namens Wolflin. Das dachte ich mir. Kann ich irgendwie helfen? Deinem Mann, meine ich. Ich fürchte, nur der Allmächtige kann ihm jetzt noch helfen. Obwohl, es gibt da etwas, das du tun könntest. Ich muss regelmäßig Lumirs Verband wechseln, aber habe kein reines Leinen mehr. Und ich kann ihn nicht allein lassen. Mal sehen, was ich habe. Gott segne dich. Gott segne dich. Danke. Vielen Dank. Ich werde gleich seinen Verband wechseln. Und hier hast du ein paar Groschen für die Mühe. Ich habe nichts als ein paar Groschen übrig, die ich am Fluss vergraben hatte. Aber diese Banditen haben sie nicht gefunden. Hier, nimm nur. Nein, du brauchst sie mehr als ich. Dir wurde alles genommen. Nicht alles. Und du hast meinen Mann gerettet. Nimm schon. Also gut. Danke. Auf Wiedersehen. Er hat stark geblutet. Der wird leicht zu finden sein.
Blut. Hier bin ich richtig. Sieht aus wie Blut. Mal sehen, ob du suchst. Scheint der richtige Weg zu sein. Hier wurde er entlang gezogen. Scheint der richtige Weg zu sein. Scheint der richtige Weg zu sein. Hier muss ich lang. Blut. Hier bin ich richtig. Blut. Blut. Hier bin ich richtig. Hier muss ich lang. Ich habe sie wohl gefunden. Blut. Hier bin ich richtig. Ja. Das war ja zum Glück keine so schwere Suche. Vor allem, weil ich intuitiv die richtigen Platz gefunden habe. Dass ich trotzdem nicht den anderen Hof noch untersuchen soll. Aber gut. Spart man sich wenigstens noch ein bisschen Weg. Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut zu hören. Ist es weit? Nicht wirklich. Wie viele Männer waren da? Da habe ich jetzt nicht geguckt. Das weiß ich leider nicht. Nächstes Mal zähle sie. Verstehst du denn nichts vom Späherhandwerk? Stimmt. Naja, es ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl. Zeit, diesen verrückten Bastard an den Rataier Galgen zu bringen. Ja, so
So soll es sein, Hauptmann. Aber nicht übermütig werden. Gefechte im Wald sind heimtückisch. Wer weiß, was der Bastard für Trümpfe im Ärmel hat. Wie dem auch sei. Ich versammle die Männer und du führst uns zum Lager. In Ordnung. Ich bin bereit. Wolflin von Kamberg. Für deine Verbrechen gegen Herrn Milota von Olesna und Herrn Hanusch von Leipa wurdest du zum Geächteten erklärt. Legst du deine Waffen freiwillig nieder und nimmst deine gerechte Strafe durch Herrn Hanusch an oder leistest du Widerstand? Eine schwierige Entscheidung. Was sagt ihr, Männer? Du willst dich also widersetzen? Ich wollte ja nicht, aber die Jungs haben mich überredet. Zeitverschwendung, Hauptmann. Dieser Lump besitzt die Ehre eines einfältigen Straßendiebs. Diese Schweine haben Vitus und Cyril abgeschlachtet. Sie müssen dafür bezahlen. Was sagt ihr, Männer? Angriff! Für den Hanusch und Groschen für den, der mir Wolflins Kopf bringt! Heinrich kommt uns besuchen.
ein bisschen Zeug. Da war alles aus hier. Die ganzen Schnulli. Schon mal so viele Typen rumliegen.
Sieh mal ganz. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. So. Ja. Zu finden hier. Was auf der Fluppe drehen, Mensch. Warum loszotteln? Oh. Ja. Gott sei mit dir. Der Sieg ist unser, Hauptmann. Preise den Herrn. Wir sind keine leichten Gegner. Du und Herr Hans, ihr habt gut gekämpft. Was jetzt? Wir ziehen zurück zur Burg. Reite du vor und berichte Herrn Hanusch, was passiert ist. Ja, Hauptmann. Lebe wohl. Ach, Balle, ey. Warum bin ich denn schon so müde? Ah, furchtbar. Ja.
du nur hier vorne? Das hat man nicht mal einen Helm aufgesetzt, ey, Schlumpi. Ja. So muss ja eigentlich Turnier bald wieder ran sein. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich bringe Kunde aus dem Lager, Herr. Sprich. Ein Gefecht ließ sich leider nicht vermeiden. Wo ist Hans? Ich hoffe doch nicht. Keine Sorge, mein Herr. Herr Capon ist gesund und munter. Herr Capon ist mit Feiern beschäftigt. Ihr hattet also Erfolg. Wolfin ist tot und seine Männer sind geflohen. Hauptmann Bernhard und die anderen machen jetzt im Wald Jagd auf sie. Das sind gute Neuigkeiten. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Hab Dank, Herr. Liebe Wohl. Das war's schon. Na gut. Gott sei mit dir, edler Ritter. Lässt sich was am Preis... Was sagst du? Es muss. Was sagst du? Das ist. Ja.
Lass uns über den Preis sprechen. Nun. Weil du es immer noch zu... Siehst du? Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Hey! Auf bald. Hey du! Was wird das hier? Das für ein Quatsch. Gott sei mit dir. Heinrich, schön, dass du da bist.
zu. Oh, ist das offen hier? Ja. Mann, ey. Gott segne dich.
gibt er mir so ein Ding und dann kann ich damit nicht mal was anfangen. Also rüstungstechnisch hätten sie sich ja echt mal ein bisschen mehr einfallen lassen können. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Das ist echt ein bisschen dünn. Wie wär's damit? Das ist zu... In Ordnung. Na, mal hin. Ich hoffe, ich kann dir... Gott sei mit dir. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen, mir den Schmied noch so ein Scheißding da zu kaufen. Helm habe ich auch schon wieder verkauft. Oh Mann, ey. Leck mich doch am Arsch. Gott sei mit dir. Den nur wieder verkauft. Bestimmt hier oder was? Das wäre auch mal gut hier, wenn man sich das irgendwie mal markieren könnte. Da ist er. 2000. Um den zurückzukaufen, ey. Dreh hier durch. Besprechen wir den Preis. Leck mich doch, ey. Ist das ge... Es muss... Wir sind hier fertig. Mann, ey. Jetzt gibt's das Ding nicht mehr, oder was? Doch. Hä? Zumindest hat eben nicht gesehen. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Weil du mehr. Was sagst du da? Nur ein. Mit der Summe. Ich will nicht aufgepasst, ey. Nee, wird alles beim Fleischer loswerden hier, den letzten Schnulli. Grüß Gott. Wie kann ich zu Diensten sein?
Achso, genau. Ein Apotheker sollen wir noch voll quatschen. Weißt du etwas darüber, wie man rastlose Seelen los wird? Du meinst von Toten? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wer fragt. Ich möchte nicht der Ketzerei bezichtigt werden. Ach komm schon, Konjasch. Du hast mir schon einmal geholfen, deshalb bitte ich dich abermals um einen Gefallen. Gut. Du hast recht, Heinrich. Ich werde ehrlich sein. Ich interessiere mich für das Okkulte und die Alchemie. Das sind mehr als nur Altweibergeschichten. Ich halte es für Wissenschaft. Was brauchst du denn? Ich will einer Frau aus Ledetschko helfen. Der Geist ihres Nachbarn sucht sie nachts heim. Er sucht sie Nacht für Nacht heim. Was du nicht sagst. Wie interessant. Wiedergänger, Geisterwesen, verfluchte Seelen aus dem Totenreich? So ist es. In ihrem Haus spukt es. Oh ja, so würde es wohl ein Laie ausdrücken. Aber es gibt Zauber, mit denen man rastlose Seelen ins Reich der Toten zurückschicken kann. Genau das wollte ich hören. Kennst du diese Zauber? Nun, ich würde gern wenigstens einen davon kennen. Aber das einzige Buch, das sie lehrt, gehört leider zu den Libri Prohibiti. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zauber stehen in einem verbotenen Buch. Es ist auf Latein verfasst und wird im Kloster unter Verschluss gehalten. Es heißt Liber de Mortuis Necronomicon. Musst du noch mehr wissen? Willst du, dass ich das Buch stehle? Wenn du den Geist loswerden willst, hast du keine Wahl. Wenn du mir das Buch bringst, können wir den Zauber gemeinsam wirken, wo du doch kein Latein kannst. Gut, ich beschaffe das Buch. Du findest es in der Klosterbibliothek. Aber der Weg hinein ist nicht leicht. Tatsächlich kenne ich niemanden, der bisher ohne weiteres eingebrochen und dann entkommen ist. Ich versuch's. Mist, ich würde ans Badehaus. Kommst du, um mich zu retten? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Das geht also auch mal wieder. Oh.
Also dann, Heinrich. Leb wohl.